Hallo zu einer Folge von Reptil TV Technik. Heute möchte ich euch so ein Jungtier-Aufzucht-Set vorstellen. Das ist eine praktische Sache, die kostet einfach ein paar Euro, ich glaube rund 35 Euro. Ist alles dabei, für Jungtiere optimal, also Königspython-Babys für die ersten Wochen, Monate, bis sie gut ans Fressen gehen, Kornattern-Jungtiere, alles finde ich eine perfekte Sache, wo man jedes Tier gut einzeln hygienisch auch mit Quarantäne-Gesichtspunkten halten kann. Ne? Das ganze Set besteht aus dieser Box, ne, hauptsächlich. Das ist ja dann sozusagen das Terrarium. Dann haben wir hier diese Isoliermatte. Wir haben eine Heizmatte dabei, 7 bis 10 Watt, je nach Raumtemperatur auch kann man das wählen. Dann haben wir hier so eine kleine Schlupfbox, hier ein Stückchen Moos, was man dann da reinmacht, eine Wasserschale und zu guter Letzt hier noch das Streu. Wenn ich das Set einrichten will, mache ich einfach das Streu, kippe ich rein. Kann ich mir sogar gleich wenig als Reserve übrig lassen, dass wenn was verdreckt ist und ich nachfüllen muss, habe ich gleich ein bisschen Reserve. Wasserschale rein, ganz klar, ganz einfach. Dann das Ganze hier dient als Versteck, bisschen Moos dazu. Das Moos löse ich, also mache ich hier rein, mache Wasser dazu, dann quillt das Moos schön auf. Dann habe ich hier so eine Versteckhöhle mit Moos, ne? Hier kann die Schlange reinkriechen, verstecken sich gern da drin. So eine Tupperdose ist jetzt nicht übermäßig schön oder natürlich ist der Schlange völlig wurscht, die fühlt sich da absolut wohl drin, wird sich da drin verkriechen. Stelle ich hier einfach rein. Für innen drin war es das schon, ich habe mein Versteck, ich habe meine Wasserschale, ich habe mein Streu. Wenn ihr jetzt wirklich ein Kletter oder eine kletternde Schlange habt, wie eine Kornart zum Beispiel, macht ihr noch ein paar Äste rein, ne? geht draußen, brecht euch ein paar Äste ab, könnt ihr da noch reinstellen, dann kann die Schlange da drin ein bisschen klettern, wenn sie mag. Königspython klettert in der Regel nicht, würde ich in dem Fall ohne Kletteräste machen. Deckel drauf, jetzt kommt der technische Part. Ihr habt hier diese Heizmatte. Früher hat man viel Terrarien von unten beheizt. Das ist relativ Quatsch, weil ihr seht, wir haben hier viel dickes Streu. Das Streu isoliert ja wahnsinnig von unten. Deswegen macht es keinen Sinn, wenn ich die Heizmatte unten anbringe. Ich kann sie entweder seitlich anbringen oder in dem Fall finde ich es eigentlich besser, wenn ihr die am Deckel anbringt. Hier ist so eine Klebefolie drauf. Die zieht er ab. Klebt die Matte hier oben drauf fest auf dem Deckel und dann kommt diese Folie hier zu tragen. Wichtig, die reflektierende, die silberne Seite Richtung Matte hier drauf. Dann braucht ihr noch irgendwie ein bisschen ein Klebeband oder irgendwas. Damit fixiert ihr die Matte auf dem Deckel. So, können wir gerade den Deckel nochmal wegmachen, dann können wir die Ränder schön umschlagen. Also macht es nicht so dämlich wie ich, dass euch die Box zuklebt, sondern macht es so, dass die Matte da drauf klebt und ihr die Box trotzdem zumachen könnt. Ja? Könnt ihr sie so zuklappen. Einstecken, das Ganze lasst ihr Tag und Nacht, also 24 Stunden laufen. Je nach Raumtemperatur, wenn ihr wirklich einen extrem kalten Raum habt, dann wird es mit der 10 Watt Matte, die standardmäßig mitgeliefert ist, gleich ein bisschen kalt. Von der Temperatur her, wir haben es in einem Terrarienraum ausprobiert, also Terrarienraum sprich 23, 24 Grad, dann ist das optimal. Dann habt ihr am Tag so circa 30 Grad, nachts kühlt sich der Raum ab, dann habt ihr automatisch die Abkühlung in der Box drin, habt ihr 26 Grad, funktioniert wirklich in einem gut beheizten Raum einwandfrei. Wenn ihr wirklich einen ganz kühlen Raum habt, so einen Wohnraum mit nur 21 Grad, dann müsstet ihr gegebenenfalls noch eine zweite Matte mit dazu kaufen. Die macht er hier so seitlich hin, tut die beiden Matten zusammen einstecken und macht hier vielleicht nochmal 7 Watt extra an die Seite hinkleben, um es wirklich zu beheizen. Ja? Also vorgesehen ist das Set für einen Raum mit ca. 23 Grad.
Optimales Aufzuchtbecken, schön hygienisch, kann man waschen, kann man wechseln, wenn es irgendwie dreckig ist. Natürlich wird es nie einen Designpreis gewinnen. Es soll einfach zweckdienlich sein, soll für die Quarantäne sein oder für die Aufzucht die ersten Wochen optimal. Das Ganze könnt ihr dann sogar stapeln. Ihr könnt hier einfach die nächste Box oben drauf stellen. Hat noch den anderen Vorteil, also das, was die Matte nach unten heizt, minimal Wärme geht ja auch nach oben weg. Nächste Box drauf, dann heizt es nach oben auch nochmal mit. Spart auch nochmal gleich wenig Energie. Wie gesagt, perfekt für das, was es braucht.